Die Nennwertbarriere in einer Genossenschaft. Was bedeutet das? Die Nennwertbarriere bedeutet, dass der Wert des Anteils einer Genossenschaft vertraglich auf den Nennwert, den ich einmal einbezahlt habe, festgelegt werden kann. Zum Beispiel, ich habe 100 Euro für einen Anteil bezahlt. Dann bekomme ich auch immer, wenn ich aus dieser Genossenschaft austrete, wieder nur die 100 Euro zurück. Das ist natürlich zum Beispiel interessant, wenn es um Erbschaftssteuer geht. Weil wenn mein Anteil nur 100 Euro wert ist, dann wird auch nur 100 Euro besteuert. Wer einen Anteil einer Volksbank hat, kennt das Thema. Noch niemand ist auf die Idee gekommen, die zu bewerten in einem Erbfall. Es hat aber auch eine Gegenseite. Ja, wenn ich mit meinen Brüdern eine Genossenschaft habe und jeder Anteil hat nur 100 Euro und einer möchte nicht mehr mitmachen, ja, wie viel bekommt er denn dann fürs Ausscheiden? Auch das sind dann die 100 Euro. Deswegen Augen auf bei der Gesellschaftsform. Spannende Sache. Aber bitte mit Genauigkeit. Wenn ihr Fragen dazu habt, ab in die Kommentare. Ich freue mich auf euch im nächsten Video.